komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine gehüllt in Blauglanz. Mhm. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Du sagtest was von Blauglanz am Ende der Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Ja, ich bin mal gespannt, wie es mit Pokémon weitergeht, ne, Justin? Nicht, dass ihre den Spielstand habe ich mir jetzt gut versaut. Guck, ob ich den noch retten kann. Vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Burgrenz sagt, du seist Urias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater. Speer, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Urea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Warst du bei Urea, als sie den Berg angriffen? Ich wünschte ja. Egal, was passiert ist. Aber ich bin kein Krieger. Ich sollte warten. Als Urea und der Häuptling zurückkehrten, stritten sie heftig. Ich weiß nicht genau, worüber. Dann kam sie zu mir, gab mir den Auftrag und ging. Hm. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht, der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Urea an seinem Ende? Nein, sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte, ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Na gut, wissen wir, was zu tun ist. Los geht's. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir zuerst? Also gut. Machen wir erstmal den See. Und suche diesen Schamanenpfad. Vielleicht finde ich ja doch noch ein paar Fischis. Sieht aber sehr düster aus. Wollen wir erstmal zu dem See und gucken, ob wir den irgendwie befreien können. Okay, mit was kriegen wir es hier? Schnappmäuler. Muss die Ruine sein, die Laulei erwähnte. Lautloch. Und geflutet, wie sie sagte. Schnappmäuler. Sind bestimmt von Fluss aufwärts gekommen. Folgt dem Fluss, finde seine Quelle. Scheint ein Pfad zu sein. Okay, Schnappmäuler, ja, kriegen wir hin. Wird nur ein bisschen schwierig. Fuck.
Haben wir gar nicht gedacht. Ja, habt zwar. Oha. Alter, die hat mich jetzt leicht, sagen wir es mal so, die hat mich etwas, ja, unvorbereitet getroffen. Aber das kriegen wir hin. Ich weiß nicht, ob ich so gut bin. Ich habe so das Gefühl, im Stream bin ich immer ein bisschen schlechter. Das ist ein Schnappmäuler. Nur im DLC sind die alle so ein bisschen dämonisch. Geben extrem viel EP, weil die halt schon Stufe 30 sind. Hier gibt es aber auch Lux-neue Kreaturen, also aua, Lux-ähnliche. Und Affen-ähnliche. Man möge mir den Affen-Spoiler verzeihen, die haben wir noch nicht gesehen. Wie man sieht, wir haben angefangen mit Level 5 und wir sind mit 32 oder mit 31 hier in diese Gegend gegangen und sind jetzt schon Level 35. Das verrät alles. So, Notizbuch. Die könnten dir gefallen, hier diese hier. Schade, dass man die nicht drehen kann, diese Versenger sozusagen. Die gibt es in, die gibt es mit Feuer- und mit Frostattribut. Und das sind also Luchse. Die sind wirklich aufgebaut so, so Katzen- oder Hundartig mit Spitzohren. Ja, Luchs könnte man eher so sagen. So Dschungelkatzen. Eigentlich ganz chillig, sind aber nur scheiße anstrengend. Eigentlich wollte ich den Schamanenpfad nicht folgen. Aber das scheint alle so ein bisschen aufeinander aufzubauen. Ja, die sind auf jeden Fall hier. Gibt auch noch so eine Art Verderber sozusagen, der die halt ein bisschen verdirbt. Rückkehr nach Singapur. Ein großer pinkfarbener Stein markiert den Gipfel des Bukit Tima, Singapurs höchster Punkt. Einst 164 Meter über dem Meeresspiegel. Charmaine Low nimmt neben dem Stein ein Self-Holo auf. Ihr strahlendes Lächeln passt nicht zum nervösen Herumspiel mit ihrem künstlichen Fingernägeln und dem unter der Haut implantierten Schmuck im 3000er-Stil. Ich dachte, ich komme nie wieder hierher. Ich kann es immer noch nicht glauben, wie sie ist begeistert.
Der stolze Bukit Timah hat Zeit und Wetter getrotzt, aber dem Rest von Singapur ist es weniger gut ergangen. Da etwa ein Drittel der Inselnation weniger als 5 Meter über dem Meeresspiegel liegt, mussten Ansässige wie Charmaine ihre Häuser verlassen, weil das Wasser ihnen in einem Lahm in den lahmen 2020ern unerbittlich den Boden entzog. Jetzt kehren die noch lebenden Mitglieder der Charmaine-Familie zurück und mit ihnen viele andere. Die Stabilisierung der globalen Temperaturen und des Meeresspiegels sorgen dafür, dass Menschen durch die Luft und übers Wasser herkommen. Einige suchen Zuflucht vor den Auswirkungen der Tragödie am Fluss Chittagong, die noch heute nachhallen. Aber sie alle wollen sich nach dem Zusammenbruch des einst stabilen und wohlhabenden Landes ein neues Leben aufbauen. Singapur ist einer von vielen Staaten, die nach der Überschwemmung der Küstengebiete aufgegeben wurden. Eigentumsfragen sind schwer zu klären. Regierungs- und Polizeibeamte verließen das Land lange vor der Katastrophe. Besitzverhältnisse sind kaum noch belegt. Das Grundstück, auf dem Charmaines Elternhaus stand, war Familienbesitz seit fast Daten beschädigt. Ah, okay, interessant. Ja, hier gibt es auch einige interessante Audiodateien vor allem, die sind ganz nett. Ob ich die Texte alle lese, kann ich so gar nicht sagen. Nebenquest. So, das ist Ziege. Ich muss dem Strom aufwärts folgen. Die Frage ist jetzt nur, was soll ich hier machen? Kann nie zu gut vorbereitet sein. Was haben wir hier? Ziege. Eule. Okay. Ich glaube, ich muss hier in den Damm irgendwie rein. Das müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad beginnt irgendwo weiter oben. Ich will doch eigentlich dem Fluss nur etwas aufwärts folgen. Also im Fluss wollte ich jetzt nicht zwingend springen, aber ist okay. Lanzenhorn, das kriegen wir hin. Das hat Eindruck hinterlassen. So, lass mich raten. Ich will mal gucken, warum hier das Wasser einmal eingebrochen ist, wie die Dame das gesagt hat. Justin wird uns bald verlassen. Schade. Lanzenhornherz. Naja, ich habe noch genug Holz, sprach er. Und im nächsten Moment hat er nicht mehr genug. Das ist nicht oft so. Die Dame doch gesagt, dass das die Alten gebaut haben. Die hat ja nämlich ein bisschen Musik gemacht und auf einmal ist da Wasser eingebrochen und hat alles überflutet. Zeigt ein geschmeidiges Raubtier, Beschriftung 2 von 7. Ja, hier muss man so Figuren sammeln und kann dann sozusagen ein Museum aufbauen. Das werden wir auch noch später finden. Tierfiguren und so ein Kram.
Das ist alles das, was wir bei unserem letzten Horizon Zero Dawn Let's Play alles verpasst haben. Ja, da wollte wohl jemand rein. Hat fast den ganzen Sims weggeblasen, nur um durchzukommen. Tja. Überflutung erkannt. Evakuierung empfohlen. Überlaufbecken beschädigt. Das Überlaufbecken? Ist das das Loch? Aha. Nein, nicht nach unten. Nach oben. Das wird interessant. Ja, das stimmt. Das haben sie hier richtig gut reingebaut. Aber das hat man so an sich bei Horizon Zero Dawn noch nicht gehabt. Erst mit den... Was ist hier passiert, dass das Wasser wieder läuft? Geheime Show. Okay, also, wie fangen wir mit diesem Abschiedsding an? Wir sind vielleicht die letzten Menschen, die das hier je sehen. Ja. Deswegen ja auch die Songs. Okay. Geheime Show. Drainagesystem offline. Das heißt bestimmt nichts Gutes. Da haben wir jemanden gesehen. Und da ist der Störenfried. Er ist anscheinend nicht so gut im Raus wie im Reinkommen. Das hört sich so falsch an. Es hört sich wirklich so falsch an. Er ist nicht so gut im Raus wie im Reinkommen. Jetzt schreib mir nicht rum, ich bin ja da. Er ist nicht so gut im Rauskommen wie im Reinkommen. Hinterfragen wir nicht. Das ist die perfekte Gelegenheit für eine gute Tat. Und sein Gewissen von allen. Geht es dir gut? Ach, Bushi. Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein, nicht der alte Gildon. Ich glaube, Aloy mag den. Guck mal, wie die grinst. Bitte. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Ach, Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig ändern. Ich habe einen ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Drück einfach irgendwelche Knöpfe. Irgendwas wird schon passieren. Ich drücke den Knopf nochmal. Vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammen war, Aloy hinten nichts. Oh nein. Aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du sagst? Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich habe zwei Hände. Perfekt. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja. Ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. So ein Idiot. Aber ich mag den irgendwie. Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall. Und ihn dann zerstört. Auch. Reiner Zufall. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst?
Ich wäre sicher nicht. Bitte beurteilt diesen Charakter. Bitte. Ich will im Chat jetzt lesen, was ihr von diesem Typen haltet. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Spiegelglas. Ich habe so etwas nur einmal gesehen. Meine Mutter brachte eins mit aus... aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt. Der hat keine Ahnung von dem, was der labert. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich... Ja, diesmal ist es eins. Also, wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildun. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch. Ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Schön. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Ziemlich starke Strömung. Hier kann ich auf keinen Fall schwimmen. Nein. Wenn wir hier ins Wasser fallen, ist vorbei. Da kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Finde einen Weg auf die andere Seite. Weißt du? Also grafisch ist das Spiel echt eine Traumweide. Ja, ich warte immer noch drauf, dass ihr den Gildun ein bisschen abgestandenes Badewasser. Ein wenig Warum sollten die Alten denn Fabler, ich wusste es. Und jetzt drehen ordentlich am Ventil. Geht klar. Ich mag den. Und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Und drehst du auch mal? Ja, das Tor müsste jetzt runterkommen. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. So wird das Teil einrasten. Also schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Der ist eine Leitung ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und kein Stückchen weiter. Dieser Typ ist so blöd. Der ist so ein bisschen. Ich mag den so ein bisschen wie Ehrens, nur dass der halt noch ein bisschen dämlich ist. Das Ventil für das zweite Schleusentor ist irgendwo oben. Aber wie kommen wir da bloß hinauf? Och nein. Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. So geht's vielleicht auf. Netter Sprung! Wow! Nett! Was sage ich da? Das war umwerfend! Ich habe noch nie solch todesverachtenden Wagemut gesehen. Danke. Todesverachtenden Wagemut. Jo, ups. Ja, könnte man sagen, ja. Fertig! 1, 2, 3, 4! Feige Verräter! Das seid ihr! Halt, wie jetzt herhalt mal! Habt den Text vergessen? Was? Schaut, es fing so stark an. Da ist alles implodiert. Naja, ist halt meine Art. Also. Nein, nein, nichts Dramatisches. Wir gehen's anders an. Bandname, wir brauchen einen. Aha. Was also zwei Mädels, die eine Band aufrichten wollten und wissen, dass sie die letzten Menschen sein werden, haben wir gedacht, ja, jetzt machen wir ein bisschen Punkrock. Oh, du bist nah dran. Spring einfach herüber. Ah, du
bist direkt über mir. Schick mir die Leiter runter. Vorsicht da unten. Ich mache also die Drecksarbeit. Der steht jetzt. Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Übernimmst du das Ventil auf der anderen Seite? Wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Ja, hoffentlich. Ich. Das gefällt mir. Was? Gildling? So nannte er mich nämlich. Gildling, sagte er. Warum bin ich... Warum konnte ich jetzt hier reinrennen, obwohl es offensichtlich nichts... Ah, doch. Düt, 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 düt. Ey, Leute, ich will zwar nichts sagen, aber dein Arsch versteckt das ganze Bild. Mach die Augen auf, Rentner. Mach die Augen auf, Rentner, sagt er. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir lang müssen. Ich weiß. Ich mag den Gildon. Okay, Gildon, du kannst drehen. Es funktioniert nicht. Mist, das Ding ist zu schwer. Schau mal bitte hinter mich. Siehst du was Großes und Kaputtes? Ja. Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ich will zwar nichts sagen, Aloy, aber man kann es auch übertreiben. Och nee, nicht schon wieder so ein scheiß Bord. No, Item K. I don't want to become famous. Ich kann nicht direkt aufs Gegengewicht springen. Ich könnte hochklettern und rüber. Ich mag den Gildrun. Da sind Leute, die dir drauf reinfallen und die werden immer wieder geändert. Da kannst du nichts machen. Du kannst halt auch nicht erkennen. Gute Frage. Tja, jetzt kann ich wenigstens schwimmen. Schnappmaul! Ein Schnappmaul! Ein sehr, sehr großes Schnappmaul! Ich sehe es, Gildon. Sehr groß, sehr, sehr groß! Sei einfach nicht im Weg! Lass mich raten. Erledige das Schnappmaul. Ja, warum denn auch nicht? Was haltet ihr von Gildrun? Ist nur eins, ne? Jetzt oder nie. Wenn die eingefroren sind, nehmen die richtig gut Schaden. Ja, mit dem Bogen ist es auch irgendwie gemein. Ist es tot? Sag mir einfach, wenn es tot ist. Es ist tot. Fabelhaft. Gut. Der Ring. Vielleicht, wenn du sein Maul aufrückst und einfach hineingreifst. Ich kann's nicht. Du kannst gar nichts, Gildrun. Du kannst gar nichts. Aber ich mag den. Der ist irgendwie lustig. Ein bisschen verrückt. Aber sehr enthusiastisch. Das Teil hat den Ring verschluckt. Das ist die Gildon-Intuition in Aktion. Ja, wir sind nicht mal im Berg. Ach egal, zum Laderaum, zum Unter. Fernkraft. Wir brauchen Fernkraft.
Aufkleber. Man ist erst eine richtige Band, wenn deutsche Regierungseigentum mit einem Sticker für uns stellt. Ich wurde gebeten, euch zu erinnern, dass als irrelevant eingestufte Gespräche im Servitorentraining unerwünscht sind. Was meintest du über Verunstaltung von Regierungseigentum? Was meinst du mit Verunstaltung von Regierung? Okay. Ja, die Mädels hatten hier wahrscheinlich Spaß. Haben einfach gesagt, weißt du was? Versorge den Tür mit Strom. Wir haben so viel Wasser abgelassen wie nötig, aber ob ich den Damm ganz ablassen könnte? Kehre zur Schaltstelle zurück. Ich würde gerne noch mehr von diesen Datendingern finden, um zu gucken, ob die Mädels vielleicht auch mal anfangen zu singen. Ich könnte... Okay, ich muss das Wasser richtig umleiten. Ventile Grundlagen. Hey Shelly, ich habe hier viel Freude an einem Servitor. Als ich heute Morgen angefangen habe, hat diese eine unfertige Chromtrottel seine Beziehung mit dem verschlossenen Eingangstür im Reservatum fortgesetzt und dabei geklagt, dass er vollständigen Zutritt zur Gesamtheit der Anlage haben will. Bei der Roboterstimme und den komischen Knirschgeräuschen, die er macht, klingt das wie ein Lied einer sperrigen deutschen Postpunk-Band. Ich sage es Ihnen immer und immer wieder, jede Nacht wird das Rohrnetz abgekoppelt, damit das Reservoir sich wieder füllen kann und jeden Morgen muss es manuell zurückgesetzt werden. Man muss nur die Ventile so drehen, dass das Wasser direkt zur Pumpe fließt und die anderen Servitoren verstehen es anscheinend, aber der eine Kerl hier gibt einfach nicht auf. Ja, wir sind vor Ort Berater, aber langsam wird es lächerlich. Muss ich Ihnen die Anweisung und Ihre bescheuerten glänzenden Gesichter ritzen? Okay, die Dinger müssen also direkt zum Pumpe. Ich sag das als Mann, der sonst von komplexen Dingen fasziniert ist, aber das könnte zu schwer für mich sein. Keine Sorge, ich krieg das hin. Musik in meinen Ohren. Für jede Arbeit das richtige Werkzeug. Man sollte keine Spitzhacke zum Schrauben benutzen. Das nützt nichts. Das Wasser kann nicht durch. Okay, lass mich mal ganz kurz überlegen. Nicht ganz richtig. Es wird so nix. Du hast einen sachkundigen Verstand. Ein geschickter, nuancierter Verstand. Ich nicht, freilich. Nicht der alte Gildur. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Das kriegen wir auch hin, Aloy. Die Frage ist jetzt nur... Warte mal, das Ding muss direkt zur Pumpe fließen. Das bedeutet, es muss hier hin. Wie könnte ich das hier hin? Nee, das kann ich so nicht drehen. Aber hier ist auch vorbei. Das bedeutet... Wir machen das jetzt mal nach dem Ausschlussprinzip. Hier rüber. Okay, dann sind wir hier. Das verlangt eine Menge Geduld. Ja, das kriegen wir auch hin. Leider habe ich die Rastlosigkeit meiner Mutter gelernt. So, wunderbar. Dann würde ich es nämlich so machen. Jawohl! Das hat geklappt, oder? Selbstverständlich! Es gibt kein Rätsel, das du nicht enträtseln kannst, habe ich recht? Die Tür ist offen. Die Überschwemmung muss sie versperrt haben. So, wunderbar. Ja, der Typ ist weird, aber ich mag den irgendwie. Ich weiß nicht, so ein komischer alter Kauz. Ich weiß nicht, ob ich da tauchen muss oder nicht. Aber man muss sagen, er ist froh. Hier unten steht's. Riecht wie ein Schmiedemorgen im Anrecht. Hey, wie wär's damit? Wir könnten auf dieses Rohr klopfen und...
What? Ich brauche eine Pause. Laura? Hey! Laura! Willst du mir jetzt nichts sagen, aber es hörte sich komisch an. Was ist mit der Laura passiert? Die Drainagerohre führen in noch einen Raum. Ja. Muss ich jetzt hier hoch oder hier hoch? Also, wo wir jetzt wieder beim Thema des Vorratsraumes sind. Warte mal. Na, sieh mal einer an. Du hast den Ort trockengelegt. Diese Ruine birgt vielleicht noch weitere Geheimnisse. Natürlich, ah, ja, okay. Der Lagerraum wartet nur noch auf uns. Muss ich wieder hier hoch oder was? Okay. Ja. Der Typ mag zwar weird sein, ich freue mich, bin ich ganz mich, ehrlich. Ich freue mich. Aber er ist eigentlich nett. Fast geschafft. Muss man schon sagen. Also er ist jetzt. Bald halte ich wieder das Spiegelglas in meinen Händen. Er ist zwar ein bisschen komisch, aber er ist jetzt nicht anmaßend oder arschig oder so. Halt wie so ein kleiner Forscher, der einfach sein Ziel im Auge hat und einfach durchzieht. Und wer weiß, wie lange der hier alleine rumgeeiert hat. Okay. Wollen wir mal. Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Es muss eine Art Code sein. Vielleicht sollte ich die Objekte in diesem Bereich scannen. Die Schlosspositionen. Praktisch. Okay, links, hoch, runter, hoch, rechts. Bringt mir halt nichts. Weil mir hier eine Sicherung fehlt. Ich habe keine Ahnung, woher ich das habe, aber... Okay, links. Hoch. Was? Runter. Was machst du denn da mit deinen Händen, Kleine? Hoch und rechts. Hat das geklappt? Ich glaub's nicht, das hat geklappt. Und ich dachte schon, du hast jetzt den Verstand verloren. Das könnte ich bei dir auch sagen. Also, da beißt die Maus keinen Faden ab. Vorratskiste und kriegen wir das Lied von den Mädels zu hören? Das wäre super. Wo ist der? Wo ist der hin? Ich meine... Best. Das war's. Wir können noch was. Zweimal zusammenspielen? Nee, ich werde. Ich könnte schwören, hier war einer. Reunion-Tour dann in 6 Monaten. Was? Nach dem Bett verständigt. Fans? Kontakt zu halten ist nicht schwer, Shelly. Wir könnten im Holoraum proben. Das sagen sie immer. Haben die gerade versucht, eine Band zu gründen und sind dran gescheitert? Das brauche ich vielleicht noch. So, was will der hier? Gut, reparieren wir das Bedienfeld und schalten alles ab. Okay. Ist alles okay? Ich war mir da so sicher. Das Spiegelglas, ich war so sicher. Das ist ein Wecker. Genau, da im Fenster. Ich weiß. Oh. Natürlich. Eine Täuschung, überhaupt nichts. Tut mir leid, Gildo. Es hat dir wohl viel bedeutet. Ach, ja. Genauso viel, wie jedes Artefakt der Alten mir bedeutet. Ist gut, na, schon gut. Außerdem, was ist Beute im Vergleich zum Abenteuer? Darum machen wir es, Kleine. Abenteuer, nicht die Scherben. Lass dich nicht unterkriegen. Und was für ein Abenteuer. Oh, bei der großen Schmiede, ich werde es nie vergessen. Also dann, ich glaube, wir haben Reparaturen vor uns.
Da hatte ich jetzt so ein bisschen Mitleid mit ihm. Das fand ich halt schade. Ich hätte schon gewünscht, dass er sich das Spiegelglas, dass er das bekommt. Sag ich ganz ehrlich. Achso, ja. Abschiedstour. Okay. Warte mal, hatte ich das schon? Auf jeden Fall haben hier im Bunker zwei Mädels versucht, eine Rockband zu gründen. Oder so eine Punkband. Keine Ahnung, irgendwas. Er freut sich wieder. Das ist doch schön. Oh, das ist doch schon viel hübscher, oder nicht? Was bedeutet das? Na, dass es geklappt hat. Bei der Schmiede. Du bist unglaublich. Hörst du das häufig? Ich vermute mal schwer, ja. Ich hab sowas ein wirklicher Klaps auf dem Rücken. Du bist bescheiden. Meisterin der Künste der Alten. Stöberin, die das ganze Anrecht erblassen lässt. Und sie ist bescheiden. Ich hab das nicht allein gemacht, Gildun. Nein. Nein, vermutlich nicht. Was machst du als nächstes? Gehst du zurück zum Anrecht? Und den Menschen von Sangesgrund diese Geschichte vorenthalten? Nie im Leben! Ich bleibe noch etwas länger. Jeder Beteiligte sollte die Geschichte erzählen. Kommst du mit und hilfst mir, ja? Überluftbecken leer. Innenraum zugänglich. Minimale Flutschäden. Hier ist wohl auch ausgetrocknet. Ich sehe es mir mal an. Direkt noch ein Abenteuer? Du bist mutiger als ich, aber das überrascht mich nicht. Ich mag den Kerl. Ich weiß nicht warum. Der hat irgendwas freundlich, irgendwas. Der hat eine. Oh. Ups, ja. Der hat irgendwas an sich, wo ich sagen muss: Yo, das ist super. Das ist die Aloy gar nicht gewohnt, hä? Ich hätte jetzt eigentlich fast gedacht, dass er ihr einen Klaps auf den Po gegeben hat, weswegen die so überrascht geguckt haben. Es war nur auf dem Rücken. Also keine Angst. Aber er hat sich gefreut. Hat zwar eine Enttäuschung erlitten, hat aber nicht aufgehört. Und dem Plan nach zu urteilen, ist Laulei bereits am Loch. Ah, die Laulei ist also auch schon da. Na, siehste. Hat auch super geklappt. Nee, der Gildrun ist super. Ey, ich weiß nicht warum. Irgendwas geht. Was? Graufang? Wie Graufang? Das ist jetzt die... Was ist denn jetzt Graufang? Was ist denn jetzt der Unterschied? Das ist jetzt nur der... Objektkarte. Ah, okay, das ist der Eingang. So, Quest, Nebenquest. Geh zum Überlaufbecken. Machen wir doch. Erstmal speichern. Ich weiß nicht warum. Ich mag den Typ. Der hat irgendwie Abgasspritztour. Okay, du glaubst mir nie, was mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause passiert ist. Erst war da dieses Geräusch, dass wie ein Schwarm Killerbienen, die gerade an meiner Blechdose entkommen. Dann ein komisches Licht zwischen den Bäumen. Ich habe schon gehofft, es wären Aliens. Aber nein, es waren diese alten blauen LEDs. Sieht im Schnee nicht echt gruselig aus. Ich bin da näher ran und dann kam der Schrei, so ein komischer, kehliger Männerschrei. Klang, als ob ein Typ gerade irgendeine Macho... irgendeine Macho-Urschreitherapie machen würde und schon mit 200 PS zwischen den und schön. Okay. Schön mit 200 PS zwischen den Beinen. Dieser Typ war niemand anders als Bot Blavins, unser neuer Sicherheitschef oder wie auch immer sein Titel lautet. Er ist ernsthaft auf ein altes Schneemobil herumgefahren.
Diese Teile sind tausendmal umweltschädlicher als ein Auto aus der Zeit der Verbrennungsmotoren. Meine fachkundige Meinung dazu, Belvis ist ein riesengroßes Rindvieh. Also der ist mit einem Schneemobil rumgefahren, hat gegrölt wie so ein Affe. Und der Typ macht den 200 PS zwischen den Beinen. Oh mein Gott, geil. Ehrlich. Aber ich habe trotzdem nicht den Sicherheitsroboter auf seinen Schwabbelarsch gesetzt. Er ist schließlich die nächsten zwei Wochen quasi unser Boss. Und jetzt halte ich fest, Shelly, denn dir werden die Ohren schlackern, wenn du hörst, was ich stattdessen gemacht habe. Ich stand direkt neben einem der Wegweiser und Blevis war in meiner Richtung unterwegs. Ich habe das Schild umprogrammiert, sodass die Richtungen von Fairy Falls und Purple Mountain vertauscht wurden. Genial, oder? Da oben kommt man mit dem Schneemobil niemals hoch. Hoffentlich ist das schön aufgelaufen und musste zu Fuß zur Hütte zurück.